Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich hier am Bodensee unterwegs und besuche den Windpark Hilpensberg, gehört zu Pfullendorf. Das ist einer der wenigen Windparks hier in der Region, 2017 errichtet. Ja, und das Coole ist, hier stehen Wenses-Anlagen. Drei Wenses 120, 3 Megawatt, 140 Meter Nabenhöhe. Ja, ich freue mich echt über jeden einzelnen Wenses-Windpark. Ist halt eher ein kleinerer Hersteller und die Anlagen sieht man bedauerlicherweise nicht so häufig. Ist halt eher eine Manufaktur und jetzt keine Massenproduktion, wie jetzt Vestas zum Beispiel. Aber ich finde, das sind echt richtig geile Anlagen. Ja, bisher auch die Wenses 120 noch gar nicht live gesehen. Immer nur die 112er. Die jetzt schon öfters mal im Saarland gesehen, da wo Wenses herkommt. Aber die 120er jetzt noch gar nicht. Richtig tolle Anlage. Ja, zu dieser Jahreszeit hier ist immer etwas neblig hier unten am See. Dann zieht der Nebel vom See immer hier hoch. Auch wenn es sonnig ist. Aber ja, ich habe ein bisschen Glück. Die Sonne kommt heute ein bisschen raus. Aber man sieht es schon hier. Kommt schon wieder der Nebel hochgezogen. Naja, ich werde jetzt mal näher zu den Anlagen hinlaufen. Ja, jetzt stehe ich nochmal hier in der Nähe von einer der Anlagen. Hier sieht man sie nochmal schön in voller Größe. 140 Meter Nabenhöhe. Kommt man auf eine Gesamthöhe von 200 Metern. Ich finde Wenses echt einen richtig geilen Hersteller. Zum einen, weil ich die Anlagen optisch einfach richtig cool finde und zum anderen, weil es halt eher ein kleinerer Hersteller ist. Also es ist eher eine Manufaktur und keine Fließbandproduktion jetzt bei vielen größeren Herstellern, sondern da wird echt noch viel selbst gemacht. Und auch wegen dem Direct Drive Prinzip. Ich glaube, das waren so einer der ersten Hersteller, der getriebelose Anlagen und diesen permanent erregten Ringgenerator verwendet hat. Ja, Enercon hat sie dann auch gemacht. Die hatten allerdings dann fremderregte oder elektrisch erregte Generatoren und jetzt mit der EP5-Plattform auch permanent erregte Generatoren durch die Fusion mit Lachaway. Ja, optisch einfach eine richtig geile Anlage. Ja, im Sommer war ich ja bei Wenses eingeladen und habe da eine Werksführung bekommen. Da war ich sogar in einem Maschinenhaus von einer Wenses 120. Echt ein Riesenteil, aber gar nicht so viel drin. Also relativ simpel, was die Elektronik angeht. Kein Schnickschnack, relativ wartungsarm. Ja, und die Anlage steht jetzt in Schiffweiler im Saarland in der Nähe vom Wenses Hauptquartier. Ja, es ist auch noch ein Max-Bögel-Turm der ersten Generation. Aber unten an der Basis noch etwas breiter. Die neueren Türme sind etwas schlanker. Wahrscheinlich auch einfach, um Kosten zu reduzieren. Materialeinsparung. Super coole Anlage, die Wenses 120. Ja, wird, glaube ich, jetzt in Zukunft nicht mehr gebaut, weil man sich einfach jetzt auf die 5S-Plattform konzentriert. Da gibt es die meisten Bestellungen, also Wenses 170, Wenses 155. Da wird jetzt, glaube ich, nächstes Jahr der Prototyp errichtet, dass man einfach mit dem Markt mitgeht. Und alle Hersteller haben jetzt Anlagen in der 5 bis 6 Megawatt Klasse und da, wenn man da mithalten will, muss man da einfach nachziehen. Bin ich mal gespannt. Also so eine riesige Wenses 170, das wird bestimmt richtig geil. So, ich stehe jetzt nochmal unterm Turm von einer der Wenses Anlagen. Über mir der Rotor. Das ist auch echt immer ein geiles Bild, wenn man so direkt unterm Rotor steht und er hier so vorbeizischt. Ach, echt wieder krass blauer Himmel.
könnte ich euch den ganzen Tag stehen und beobachten. Ja, die Wensis-Anlagen haben ein relativ charakteristisches Geräusch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, aber der Generator hat echt ein ziemlich charakteristisches Geräusch. Könnte ich echt unter vielen Anlagen erkennen. Also dieses, dieses Drehgeräusch einfach. Geile Anlage. Ja, das Max-Bürgelturm der ersten Generation, die sind unten noch wesentlich breiter. Die neuen Türme sind wesentlich zylindrischer. Der hier ist eher so ein bisschen konisch. Ja, was mir auch aufgefallen ist, die Wensis 112 zum Beispiel, da sehen die Rotorblätter ein bisschen anders aus. Also die sind in sich nach hinten gebogen, aber die Blattspitze ist nach vorne gebogen. Und das ist jetzt bei den Anlagen hier nicht. Hinten sieht man nochmal schön die anderen beiden. Also ich meine, Wensis hat so eine Fabrik, so eine Blatt. Hersteller in Spanien aufgekauft, der die Blätter für sie produziert. Und dann nimmt man halt gerade Blätter für die Anlage, für die jeweilige Anlage, die gerade passen. Ich glaube, sie haben aber auch schon von LM Blätter gekauft. Also die Wensis 136 zum Beispiel, die hat auch Blätter von LM. Also für manche Anlagen benutzt man dann eben Rotorblätter, ja, die halt in Spanien von der Firma produziert wurden, und andere kauft man dann halt zu, je nachdem, wie es gerade passt vom Anlagentyp her. So, jetzt stehe ich nochmal ganz unter der Anlage. Sieht auch nochmal geil aus. Die Rotorblätter vorbeizischen. Es ist nicht super stürmisch heute, aber es geht auf jeden Fall genug Wind. Sieht auch geil aus, wie der Generator sich so schön mitdreht. Ja, hier ist nochmal ein Schild. Wensis 120, 3 Megawatt. Baujahr 2017. Und es ist die 171. Wensis 120. Da steht es auch nochmal. Geile Anlage, da könnte ich den ganzen Tag stehen. Richtig cool. So, ich stehe jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. Von hier aus hat man echt nochmal einen richtig tollen Blick auf alle drei Anlagen. Von der Rückseite ist auch echt wieder ein wunderschönes Bild. Wir werden gerade richtig schön von der Abendsonne von hinten angestrahlt. Hier der blaue Himmel dazu. Richtig cool. Ich bin echt begeistert von den Wensis-Anlagen. Also jedes Mal, wenn ich die sehe, bin ich echt begeistert. Und denke mir, schade, dass sie echt nicht öfters gebaut werden. Verstehe ich auch nicht, warum sich die viele Projektierer so auf die G25-27520 gestürzt haben. Das ist eine absolute Katastrophe, diese Anlage. Und warum man stattdessen nicht die Wensis 120 gebaut hat. Also da hat man keine Probleme mit Getriebeschaden, Blattlagerschaden, also die G-Anlagen sind einfach super billig, also super schlecht und billig produziert. Und Wensis ist halt echt Qualität. Da hat man einen Ringgenerator, getriebelos, relativ wartungsarm, super Anlagen. Verstehe ich nicht, warum die nicht öfters gebaut werden. Naja, mal schauen. Also wenn sie jetzt die 5S rausbringen, vielleicht
sieht man sie dann öfters. Ja, das war jetzt ein relativ kurzes Video. Gibt nicht so viel zu erzählen hier. Dreimal der gleiche Anlagentyp. Aber trotzdem ein richtig schöner Windpark. Und ja, für die Wensis-Anlagen hat es sich natürlich gelohnt, hierher zu kommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit der Drohne fliegen. Hoffe, es hat wie immer gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben, Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Windpark. Macht's gut, halt die Ohren steif und bis bald. I'm gonna take it.